Aber ja, Stanplay vor 2 Jahren. Wenn du wüsstest, was dieses Spiel dir alles ermöglicht hat. Alright, Leute. Willkommen zurück zu Clash Royale 2-jährigen Geburtstag. Heute vor 2 Jahren ist Clash Royale rausgekommen. Heute vor 2 Jahren habe ich das erste Mal Clash Royale aufgenommen. Das Video, was ich aufgenommen habe, ist einen Tag später rausgekommen, am 3.3.2016. Aber ja, es ist Geburtstag. Von daher schreibt mal in die Kommentare Happy Birthday Clash Royale. Ich habe das schon mal gemacht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber ich habe schon mal auf meine Videos reagiert, auf meine alten Videos. Handy halt Maul. Wenn ihr macht mal ab und zu mal so blum blum, dann muss ich halt Maul sein. Auf meine alten Videos habe ich schon mal reagiert, wie alles anfing. Weil ich finde, das ist immer schön zu sehen, wie alles anfing. Wie war es damals? Wie war ich selbst damals? Nicht nur das Spiel. YouTube mache ich natürlich schon ein bisschen länger. Clash Royale ist nicht das erste Spiel, was ich auf meinem Kanal spiele. Habe ja alles Mögliche produziert, aber Clash Royale war ja das erste größere. Ich möchte mit euch einmal in die Vergangenheit blicken. Ich möchte mit euch das alte Video anschauen, wie die Zeiten damals so waren, wie ich damals so war. Und ich möchte natürlich auch wieder mal eure Geschichte hören. Schreibt mir runter in die Kommentare, wie habt's angefangen? Wie habt ihr Clash Royale kennengelernt? Wann habt ihr das erste Mal Clash Royale gespielt? Seid ihr schon seit 2 Jahren dabei? Viele haben das Spiel aufgehört. Irgendwann werden Sachen langweilig, kann ich verstehen. Und nach 2 Jahren noch ein Spiel spannend zu finden, ist nicht einfach. Clash Royale hat eine Menge hinter uns. Wir haben eine Menge hinter uns. Ich habe eine Menge hinter mir. Und wir spielen einfach mal ab und hören mal. Oh, da ist der Feuerball, da ist der Feuerball. Komm on, komm on. 8, 7, 6. Aua. Alright, Leute, willkommen zurück zu einem neuen. Da habe ich Fanart bekommen. 7000 Abonnenten. Ungefähr, also zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr 7000 Abonnenten. Jetzt 280.000. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ungefähr 250.000 davon kamen wahrscheinlich durch Clash Royale und der Rest durch andere Spiele und andere Videos. Aber ja, da habe ich ein Fanart bekommen und ich sehe natürlich auch komplett anders aus. Habe mich auch selbst verändert. Ich habe über 20 Kilo abgenommen durch Sport und so weiter. Und die Facecam ist noch so mickrig und ich hatte noch kein Overlay und was weiß ich immer. Let's Play, und zwar Clash Royale, dem Nachfolger oder Spin-Off vom Clash of Clans Macher. Also ist mehr oder weniger ein Clash of Clans und schon direkt das erste Pack-Opening. Yeah. Da bin ich gleich mein Element. 2 Jahre später und Pack-Openings sind immer noch so irgendwie mein Ding, oder? 2 Jahre später und Pack-Opening sind immer noch so mein Ding. Wegen 14 Gold, ein Level-Update für unseren Bogenschützen und ein Musketier Level 1. Freigeschaltet, yay! Yeah. Angefangen. Es sieht ganz nett auch, ehrlich gesagt. Ich versuche mal so vielleicht 1, 2 Folgen zu machen. Mal gucken. Wenn ihr das gestrige Video gesehen habt und wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaltet rein. Wenn ihr es gesehen habt, ich habe es da genauso kombiniert. Beziehungsweise ähnlich, nicht 1:1, aber das war ja auch der Sinn und Zweck dahinter. Ne? Clash Royale wird 2 Jahre alt. Ich habe den Anfang dort mehr oder weniger genauso ähnlich kommentiert, wie ich es gesagt habe. Aus 1 bis 2 Videos wurden 570. Es wurden 570 Videos. Das ist eine verdammt große Anzahl an Videos. Das ist eine verdammt Menge Zeit und Herzblut und Leidenschaft. Ob es Spaß macht, ob ich das länger durchziehen kann. Ein bisschen eigentlich länger hast du schon geschafft. Viele Projekte aktuell und wir kriegen wieder 5. Aber für Clash Royale hattest du Zeit danach. Ein bisschen Pfeile, Level 3 Shot. Oh, was Episches. Wir kriegen was Episches. Ja, Mann. Direkt episch im ersten Drop-Folge. Bestimmt total wertvoll. Oder auch, nee. Ne, man hört eigentlich die Ironie komplett raus. Man hört diese Ironie komplett raus. Ne, ich sage, ich hatte ja keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe das Spiel erstes Mal gestartet, so wie jeder andere auch. Es gab noch keine YouTube-Videos. Ne, doch, es gab schon ein paar, aber wir haben mich nicht gejuckt. Wozu soll ich die auch gucken? Hab das Spiel erstmal gestartet. Ich wusste ja nichts, was da kommt, ne? Was für Karten man braucht und so weiter. Und aber natürlich bin ich nicht so blöd und denke mir, ja, episch, habe ich jetzt Glück gehabt. Und ich habe mit voller Ironie gemacht. Aber die Kommentare, die Dummheit der Menschheit, hat mal wieder zugeschlagen, haben dann geschrieben von wegen, die episch ist garantiert, du Vollpfosten. Und das auch noch 2 Jahre später. Ja, Mann. Pfeile können wir updaten. Ja, Pfeile abgegeben, geupgradet. Ich hatte doch 4 von... Okay. 5 Gold kostet nur ein Upgrade. Und die letzten, die Bomber. Bomber-Hands. Okay, was haben wir hier? Level 1 war so günstig. Kriegen wir ein Level-Up? Oh, Level 2! Das erste Video. Fängt doch gut an. Fängt doch gut an, oder? Königsturm kriegt ein bisschen mehr HP und so weiter. Fein. Ja, Level 1 Giant. Erst gestern habe ich Level 11 Giant geschafft. Pünktlich zum 2-jährigen Geburtstag habe ich geschafft, meine erste Maximum-Level-seltene Karte zu kriegen. Ja,
es ist trotzdem eine verdammt lange Zeit und da sieht man einfach, wie das Spiel schlaucht, ne? Nach 2 Jahren seine erste Karte auf Maximum Level zu kriegen, für die Seltenheitsstufe, die anderen, die epischen habe ich noch nie mal so weit, von Legendären wollen wir gar nicht reden, es ist schon seltsam. Ich habe noch keinen Clan, ich werde vielleicht einen Clan erstellen. Vielleicht wirst du ja von euch zocken. Mein allererstes PvP-Match gegen Emin. Emin war mein erstes Opfer, was ich damals mit 0 Trophäen wegnotzen konnte. Fuck you und your Glück. So, zack. Ritter direkt, ja. Ja, mega geschnitten damals. Aber gegen Multiplayer-Leute ist das einiges kniffliger. Habe ich gerade wirklich die Bogenschützen an die Brücke gesetzt? Habe ich gerade da wirklich die Bogenschützen an die Brücke gesetzt, damit die den Ritter an... Kniffliger. Der Bot war ja super duft, aber das wird strategisch. Ah, da ist der schöne Anfängerfehler, oder? Sorry, dass ich immer wieder Pause mache, aber ich will da halt nicht zwischenlabern, während mein altes Ich labert, weil das den Ton überdeckt. Und aber das ist der beliebte Anfängerfehler. Mal eben schön Pfeile einfach so auf den Turm. Macht doch Schaden, ne? Schadet doch nicht. Macht so einfach guten Schaden und dann der Rest kommt schon von alleine. Das wird strategisch. Nein, nicht den Feuerball. Doch, der schleudert den Feuerball leider. Volle Kanne daneben. So, full on attack. Volle Kanne, das war volle Kanne Absicht. Hätte ich mit euch. Bomberman macht den ersten Angriff. Oh, 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 oh. Ja. Reaktionszeit. Reaktionszeit on point. So, hab dich. Oh, sehr schön. Wow, ja, danke. Oh, was für sicker Plays. Zweite Krone gehört mir. Du bist tot. Du bist tot. Emin, Freak Round drauf. Ich hab mich gut geschlagen, oder? Der eine hat ihn gekillt, als ich Perfekt hast du dich geschlagen, Junge. Hast du gut gemacht, kleiner Junge. Griffen ab, wo er Wow gesagt hat. Das hat ihn gekillt. Meine 30 Trophäen, sauna ist. Das Spiel macht Spaß. Meine ersten 30 Trophäen. Die Kämpfe sind taktisch auf jeden Fall. Okay, man kann nur eine Kugel gleichzeitig öffnen. Schade, ich brauche noch ewig, bis ich Level 3 bin. Das heißt, den kleinen. Es dauert ewig, bis man Level 3 wird. Und du hast so keine Ahnung, Kollege. Du hast so keine Ahnung. Spiel erstmal ein ganzes Jahr, um von Level 12 auf Level 13 zu kommen. Das dauert ewig. Aber nicht Level 3. Nein. Oh, was man für Kommentare damals gelassen hat, ne? Wenn man so jetzt darüber nachdenkt, Level 3 ist so ein Pisswert. Level 3 hast du innerhalb ein paar Tagen geschafft, das ist absolut nichts wert, ne? Spiel mal ein ganzes Jahr und dann hast du Level 13. Man sieht auch so ein bisschen, guckt euch die Medaille mal rechts an, ne? Sieht total anders aus. Das Spiel hat sich echt mega geändert. Dann kann ich wahrscheinlich erst in der nächsten Folge aufmachen, aber... Ich warte ab, was... Okay, man kann aufmachen, aber es ist echt knifflig, muss ich sagen. Wow, der hat einen Fliegen. Nice, da das erste Mal Klopsi. Es ist gefährlich. Bogenschützen schon wieder an die Brücke. 2 Bogenschützen hinterher. Okay, ich schlag mich nicht so gut. Der Babydrache hat mega meine Defense auseinandergepflückt. Der setzt aber viel auf Verteidigung. Der setzt sehr viel auf Verteidigung. Bomberman. Aber Riese Bomber war schon damals eine geile. Bomber und Riese war schon damals eine geile Kombination. Was mache ich jetzt? Natürlich weiterhin rechts angreifen. Da ist er so gut wie kaputt. Ja, aber ich habe keinen Riesen, ich habe nichts, was ich vorschicken kann. Nein, natürlich nicht. Oh, der ist nicht der. Ja, schön an die Brücke. Der Drache ist mächtig. Der macht Emojis, wie mache ich die? Oh, ich mache einen Cry-Smiley. So, ich lock mal ein bisschen mit Skelettenarmee an und dann kommt der Riese hinterher mit Bomberman. Full on attack. Ah, und ich rede dann auch so, als ob das richtig sicker Play war, ne? Ich habe die Skelettarmee einfach an der fucking Brücke geopfert, setzt dann den Riesen direkt an die Brücke dran, obwohl ich gerade 3 Elixier ausgegeben habe und eigentlich nochmal ein bisschen nachholen muss. Und dann direkt den Bomber. Wenigstens diese Kombination hat gut funktioniert. Ich hoffe, der hat keinen Feuerball. Der hat gerade seinen rausgespuckt. Bäm, erster Turn und down. Sehr schön. Die erste Krone geht an mich. Ich spare ein bisschen meine Elixier, weil wer weiß, was er gleich rausspuckt. Ey, es gibt Leute, die haben sich noch schlechter angestellt als ich. Zum Beispiel Shane Mercer. Oh, oh. Aber hey Leute, es gibt noch Leute, die haben sich schlechter angestellt als ich. Zum Beispiel Shane Mercer oder so blöd das auch war, der Bogenschützen an die Spitze von der Brücke zu setzen. So, trotzdem habe ich die weggenockt, damit das macht das Ganze schneller. Ja. Ich werde ihn festhalten. Schluck Scheiße. Okay, der geht auch full on attack. Scheiße, das wird so. Ja, Bomber noch. Alter, da kommt ja alles in die Mitte. Das war mein absolute zweite Match, was ich je gespielt habe. Inzwischen habe ich über 5000 oder so gefühlt hinter mir, ne? Aber dass ich meine ganzen Einheiten einzeln auf die gegnerische Seite setze, da habe ich mich bei Emin deutlich besser geschlagen. Ich brauche einen Feuerball. Sonst ist der linke Turm down. Der ist so oder so down. Der linke Turm ist down. Bin ich im Vorteil? Ich weiß es nicht. 2-1. Wer gewinnt, ist ein Unentschieden, oder? Nächste Krone für den Sieg. Nein, ich habe verloren.
Oh, das war scheißen knapp, ey. Das war scheißen schlecht, Dude. Es war scheißen schlecht. Aber ja, das waren die ersten zwei Matches Clash Royale. Das erste Video von 570. Und Junge, du weißt einfach so nicht Bescheid. Du weißt echt nicht Bescheid, was dieses Spiel aus dir machen wird, was das für deinen Kanal bedeutet, was es ist, wie es dich weiterbringt, wenn du wüsstest, was zwei Jahre später aus deinem Kanal wird, nur wegen diesem einen Spiel. Ich glaube, du hättest mit Freuden angenommen, du hättest das Ding 5 Videos pro Tag rausgebracht, wenn du es wüsstest. Ich habe viele, viele, viele Fehler damals gemacht, was Videos angeht. Ich habe wenig Videos produziert von Clash Royale. Ich hätte wahrscheinlich deutlich größer werden können, wenn ich den Hype von Clash Royale einfach noch mehr ausgenutzt hätte, indem ich 5000 Euro in irgendwelche Chest-Openings investiert hätte. Das hätte mich deutlich größer gemacht. Diesen Fehler habe ich damals gemacht, weil ich vielleicht ignoriert habe. Ich habe es nicht gesehen. Oder vielleicht habe ich nicht dran geglaubt. Ich habe nicht dran geglaubt, dass Clash Royale mich so groß machen kann oder könnte. Und irgendwann habe ich den Zug verpasst und dann war es zu spät. Und hätte ich diese Fehler nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich deutlich größer, bekannter und beliebter, wie auch immer. Aber ja, Dude, das war das erste Video. Und wenn du wüsstest, was zwei Jahre später dieses Spiel aus dir macht, nicht nur tausende Matches, nicht nur tausende Videos, 500 Videos, eine Menge Spaß, eine Menge Flucherei. Auch damals habe ich natürlich sehr stark getiltet. Ich wollte Trophäen sammeln und wenn ich verloren habe, war ich auch mega angepissen. Zum Beispiel mein erster Push auf 4000 Trophäen. Das Spiel will nicht, dass ich heute 4000 Trophäen hole, oder? Das war das erste Mal 4000 Trophäen. Boah, war ich sauer damals. Verlieren hat mir damals genauso zu Gemüt getan wie jeden mal anderen Spieler heutzutage. Es haut einfach rein, beziehungsweise hat mich damals schon sehr, 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 sag ich, mies gemacht. Manche Abende habe ich richtig geraged, nur weil ich bei diesem Spiel verloren habe. Inzwischen ist mir so komplett scheißegal geworden. Aber ja, damals war das so. Da ist das Video. Der krasseste Arena 8 Push. Das war mein erster Push auf die 3000 Trophäen. Wie gesagt, andere Zeiten damals. Das war ungefähr nach 200 Matches. Ich war Level 8. Mit Level 8 konnte man damals auf 3000 Trophäen steigen. Kann man heutzutage immer noch. Habe ich ja mit meinem Free-to-Play-Account gezeigt. Aber nicht mehr in die legendäre Arena. Und ja, hier irgendwo hinten habe ich dann zusammengeschnitten, wo ich alles verloren habe irgendwie. Und ihr seht es am Gesicht aus. Ne? Ich war mega am Ragen. Oh, oh. So knapp. Komm, gib mir 30 Kronen. Gib mir 30. Oh, come on. Da habe ich das Match gewonnen. 2995, ey. 2900. Noch. Ich weiß. 5 Trophäen, aber ich muss jetzt wieder Level gegen Level 9 kämpfen und auch Legendary. Ja, das war damals mega Problem. Heutzutage kein Problem. Seht euch mein Gesicht an. Ich war richtig, richtig angepisst an dem Tag. Ne, wie so viele hat mich das Spiel damals natürlich genauso getiltet. Und da habe ich die Aufnahme einfach abgebrochen. Nicht mal zu Ende gesprochen, weil mich das so angepisst hat. Heutzutage ist es mir vollkommen scheißegal, ob ich ein paar Matches verliere oder nicht, weil ich schon seit 2 Jahren bei 4 in der legendären Arena bin. Ich habe das schon alles erreicht. Aber ja, Stemplay vor 2 Jahren. Wenn du wüsstest, was dieses Spiel dir alles ermöglicht hat, was ihr mir alles ermöglicht habt. Es ist ja alles nur dank euch, dass ihr dieses Spiel gefeiert habt. Beziehungsweise ihr das auch gespielt habt. Ich stand auf einer Bühne und dafür bin ich einfach euch so unendlich dankbar, dass ich das alles erreichen konnte. Ich bin euch unendlich dankbar, was dieses Spiel wie mich das vorwärts gebracht hat, was ich daraus machen konnte. Jetzt wird es ein bisschen emotional oder vielleicht schnulzig zum Schluss, sorry dafür, aber ja, ist nun mal so. Dank dieses Spiel bin ich richtig groß geworden. Ich habe halbwegs einen Namen jetzt auf YouTube, mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht der mega bekannteste. Eine größere Community aufgebaut. Ich konnte auf einer Bühne stehen. Dank an euch. Und wenn ich irgendwas mein Vergangenheits-Ich sagen könnte, wäre einfach nur, glaub an dich. Glaub an dich, dass du das mit diesem Spiel oder allgemein mit YouTube durchstarten kannst. Dass du da deinen Erfolg kriegst, dass du davon leben kannst, dass du Videos produzieren kannst und davon auch leben kannst. Ich werde ja bald Vollzeit-YouTuber und das auch aus Leidenschaft. Und ich will einfach nur Videos produzieren und Clash Royale hat es mir ermöglicht. Und dafür bin ich halt dankbar. Und wenn ich dem dummen Spasti da oben links in der Kamera, guckt euch das Gesicht mal an. Wenn ich dem was sagen könnte, ist es einfach, glaub an dich. Glaub an dich, du kommst, du wirst größer dadurch, du wirst durchkommen und die Leute werden dich dafür feiern und du wirst dann Spaß dann haben. Du wirst coole Videos produzieren können, die Leute auch feiern. Heutzutage etwas weniger, das Spiel hat keinen Hype mehr, schade drum. Ich wünschte, es wäre einfach so geblieben wie damals und dass es einfach immer so weiterginge. Aber ja, so ist es nun mal nicht. Ja, aber auch hier natürlich ein wunderschönes Dankeschön an euch. Das ist natürlich dank euch Zuschauer alles noch ermöglicht.
und dass ihr mich weiterhin supportet. Das war der 2-Jahres-Rückblick quasi, ein bisschen in die Vergangenheit sentimental zurückspringen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Geschichte rein, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und gebt mir Flosse, Flop!